Oh, da liegt da ja noch einer. Ich dachte, du wolltest dich ausruhen. Entschuldigung, wenn ich dein Karma gestört habe. Autsch! Voll auf die Knolle! Ab jetzt ja, mit der versuche ich das jetzt noch. Wieso? Ach ja, der ist ja ausgewichen, weil er so geschickt ist. Ich weiß es auch nicht. Da macht es ja noch mehr Sinn, dass die Tiermenschen ausweichen. Yay! Oh ja! Er ist nicht der Typ, der aufliegt und liegen bleibt. Ich glaube, dieses Video ist unglaublich spannend. Die allerersten Leute werden schon nach 2 Minuten abschalten. Dementsprechend wird niemand mehr diesen Video. Ich weiß jetzt nicht, wie der Troll das geschafft hat, aber er muss ein ähnlich hohes Würfelglück wie ich gehabt haben. Was gut ist. Für mich. Natürlich. Für wen denn sonst? Jo. Machen wir das so? Naja. Ja, doch. Es kann ja nur schlimmer werden. Natürlich. Eine neue medizinische Untersuchung. Ach, was für ein Quatsch. Spieler weniger anfällig für Hirnblutungen sind. So, auf geht's. Ganz und gar nicht, wenn man bedenkt, dass Blood Bowl Spieler auch weniger anfällig für Gehirne an sich sind. Der braucht jetzt wohl einen Sanitäter. Das habe ich natürlich nach einen sehr guten. Einer äußerst umfangreichen Analyse meiner Gewinnchancen gemacht. Jo, das sieht gerade nicht so gut aus, würde ich sagen. Das soll mich ja nicht stören. Vergiss sein. Ich hab's übersehen. Damit, da war jetzt eine Deckelzone. Warum stellen sie sich jetzt alle da hinten hin? Das weiß ich immer noch nicht. Sie haben ja noch nicht mal den Ball. Oh, man sieht, ich hab noch drei, es sind noch 3 Züge übrig. Es ist fantastisch. Dieses Spiel ist so spannend. Ich weiß ja nicht. Eigentlich ist das Spiel ganz cool, aber ich habe einfach kein Würfelglück. Ich will mehr einen Rotschlag sehen. Normalerweise müsste er wegen seiner Kleinfüßigkeit eigentlich einen Malus kriegen auf den Rüstungswurf. Aber er kriegt keinen, weil er der Computer ist. Offensichtlich natürlich. Ich würde das auch machen, wenn ich ein Computer wäre. So. Ich möchte jetzt echt super gerne in mein Mikro reinhusten wie so ein Arschloch, aber Korruption, ich glaube, das würde für den Zuhörer dass die Schiedsrichtergilde durch Regeln festgelegt hat, wo einer Packung Ohrenkrebs gleich kommen. Also lassen wir das mal wieder. So, wie ihr seht, ist hier die rechte Seite völlig frei, weil ach nee, da hat ja auch so einen kleinen ach, dieser das ist ja der Schiedsrichter. Entschuldigung, ich wollte dich nicht ärgern. Ja. Ab und an hat man. Oh, sehr schön. Ich krieg auch gleich wieder Erfahrungspunkte. Das tut weh. Ja, das tut weh. In der Tat, das tut weh. Wie wir sehen, ist der Troll eine lahme Seuche. Es würde allerdings Sinn machen. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Das macht vielleicht Sinn. Ja, das macht schon mehr Sinn. Dann machen wir das. Ihn auf seinem Pfad zu blocken, weil er eine Ausweichwahrscheinlichkeit von 1 hat. Und 1 ist nicht so gut. Das kann ich schon mal sagen. Ja, geh durch den Bereich des Trolls. Der Troll wird dich schon nicht hauen. Der Troll ist doch ein netter Mensch. Der Troll. Ich glaube, ich hätte ihn doch nicht anstellen sollen. Egal, renn um dein Leben, du gehörntes Tier. Oh, ich muss kurz gucken. Ich glaube, das wird so nix. Ich habe 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, das kommt gerade noch so hin. Das wird knapp. Ich will jetzt hier keinen Quatsch machen von wegen Sprinten, weil Sprinten geht bei mir immer in die Hose. Orks sind schon immer aufs Ganze. Das hört sich jetzt irgendwie doppeldeutig an, aber dem ist so. Dass sie vor kurzem überhaupt verstanden haben, dass so, der Ball auch eine Bedeutung für das Spiel hat. Um den mal ein bisschen zu ärgern, auf jeden Fall. Immerhin das. Und hier nochmal so einen kleinen
einen netten kleinen Blocker. Man kann ja nicht... Oh, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Oft genug blocken. Ich frage mich, wie die Leute bei Let's Plays das immer aushalten, nicht gegen das Mikro zu hauen oder permanent in das Mikro rein zu husten oder irgendwelche anderen Späße zu machen. Warum sind die alle... Ach, was soll's. Ich hau ihm auf die Fresse. Das reicht mir schon. Endlich lässt hier mal einer seine Muskeln sprechen. Oh ja, für seine Gegner war das aber ein kurzes Gespräch. So. Und... Ich habe schon all meine Rettungswürfe verbraucht. Wann das denn? Irgendwie habe ich das Gefühl... Der wird wohl nicht mehr so schnell zurückkommen. Dass ich sehr viel Gehirn verloren habe in den letzten 36 Minuten. Und geschickt wie eine Fliege fliegt der Gegner über den Rasen, natürlich. Ich verstehe jetzt nicht, was das soll, aber... Oh! Schöne Sache. Ich habe doch nicht so viel Würfelpech, wie ich behaupte. Offensichtlich. Oh, ich möchte so ins Mikro reinhusten. Stellt euch vor... Ja, das sollte reichen. Stellt euch vor, da steht ein Toter. Ork im Tor, ich weiß auch nicht so richtig. Der hat mir mal gesagt, wenn ich schon aufs Maul kriege, dann richtig. Und dann habe ich gesagt, können wir machen. Ach, es geht ja nicht, stimmt auch wieder. So. Dann haben wir doch schon mal wieder den Riesenvorteil. Ich könnte jetzt den hier nochmal hinschicken, damit wir ein... Nee, das wird nicht klappen. Fällt mir gerade auf. Na gut, dann machen wir es halt so. Man muss ja immer abwägen, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Da fehlen mir fast schon die Worte. Und das hat nicht so viel Sinn gemacht. Und jetzt, weil ich ja sowieso gleich fertig bin, faul ich hier nochmal ordentlich. Schön faul. Und ich hab Glück gehabt. Ich wurde nicht abgepfiffen. Das ist doch sehr cool. Aber ich kann leider nur einmal faulen, sonst würde ich hier das ganze halbe Feld hier wegfaulen. Nächste Runde würde ich sowieso nicht faulen, weil ich gerne einen Touchdown machen würde. Weil ich sehr gerne das Spiel gewinnen möchte. Ich weiß jetzt nicht, warum der Typ ganz nach hinten läuft. Vielleicht hat er Angst vor dem Ball. Eine Ballphobie. Bei so einem stacheligen Gebilde hätte ich auch Angst. Leicht. Ach, der Troll ist wieder saublöd. Das ist sein Markenzeichen übrigens. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwelche Aktionen mache. Ich muss ja bedenken, jeder Fehlschlag. Und sei es nur ein Tackle. Führt automatisch zum Turnover. Und jetzt das Letzte, was ich in meiner letzten Runde gebrauchen kann, ist ein Turnover. Offensichtlich, weil ich gerne einen Touchdown machen möchte. Also komm, Junge. Los! Jetzt, ich glaub's nicht. Letzte Runde mit der Wandtouchdown gemacht. Da sieht man mal wieder. Nicht immer sicher von draußen ihre Spiele einsetzen. Hast du nicht in der NBA-Liga gespielt? Oder sowas. Eine untere Liga in der ich weiß nicht, was sie in den Händen halten. Sind das Totenköpfe? Ich sehe es nicht ja, wirklich. Das waren tolle Zeiten. Ich kann mich noch daran erinnern. Was richtig schön wäre, wenn jemand tot wäre. Aber leider ist knapp. Nur verletzt. So wie bei mir. Das ist leider auch ein Schmerz. Das ist nicht sehr gut. Das könnte nämlich dazu führen, dass ich im nächsten Spiel nicht genug Spieler habe. Und das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht. Ja, was ist das ein Quatsch? Ja, was soll jetzt noch kommen? Partyspaß? Oh, Leute. Du bist doch irgendwie ein bisschen blöd. Und Spiel zu Ende. Juhu, das hat's gebracht. Oder auch nicht. Der hat doch noch einen Zug. Erstaunlich. Ich dachte, das war bei ihm auch gerade noch der 16. Nicht, dass du jetzt noch irgendwas rausreißen könntest. Ja, du bist ein Held. Wenn du schlau wirst, wirst du noch versuchen, meine Leute zu verletzen. Genauso. Oh, ich glaub's nicht. Das kann man wohl sagen. Wir brauchen bestimmt Lachen. Das kriegst du dafür. Mit meinen sie haben sich dicken erzittert. Sie hätten noch viel mehr gezittert, wenn sie verloren hätten. Nicht ernst nehmen. Hast du ihre Fans gesehen? Entlade.